schon spannend, das ist schon sehr spannend, sehr interessant, spannend, eigentlich entspannend. Genau genommen ist eigentlich entspannend, gell? Spannend war es jetzt die ganze Zeit. Ich habe einen Tassilo in diesem Leben jetzt auch live das erste Mal erlebt, aber ich weiß, dass wir uns sehr lange kennen. Ein paar Kleinigkeiten zum Klarstellen. Ich gehöre auch keiner Konfession an, das ist ein Kormala irgendwie von Hindusen, Buddhisten und so weiter, sondern das ist eine vedische Zedernkette aus dem Altai. Die hat mir irgendein Druide mal überreicht bei einer gemeinsamen Arbeit. Also da hängt kein Kreisel dran, kein Dalai Lama. Das ist übrigens ein Feldtierverleih im Himalaya, der sagt Dalai Lama. Das ist ein Lama-Leasing, Dalai Lama. Und es ist. Oh, ja, du schon. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie hier auf die Oktoberfest begrüßen zu dürfen. Ha? Was? Oktoberfest? Ja, ist. Was ist nein, das? Nein. Na, Herzi, pass auf. Das ist. Das Oktoberfest geht gar nicht. Also, erstens war das dann in München und wir sind hier in Salzburg. So, das ist nicht die Oktoberfest, ne? Nein, das ist nicht die Oktoberfest. Das ist auch du dich nicht verirrt, ne? Nix hier. Warum sprichst du so komisch? Kannst du nicht Deutsch? Wir machen das so, wenn wir glauben, dass nichts ist Deutsch und Österreich, dann machen wir gleich mit Sprachs, dann sind wir Sprachsimulanten. Okay. Ja, also Kamelita. Ich habe mich schon etwas gewundert, dass die hier haben so kleine Krüge für die Biere. Aber naja, und dass die da haben, nur ein Mann mit die Gitarre und kein Blasmusikkapelle, ne? Auf die Oktoberfest, ne? Aber wissen Sie, blöd, ne? Ich bin zu spät weggefahren und zu früh ausgestiegen aus dem Zug, ne? Macht nichts, ne? Wenn ich schon einmal da bin, ich kann auch gleich mit Ihnen sprechen, ne? Weil, wissen Sie, ich bin unterwegs in die Welt, weil ich habe so viele Fragen. Wissen Sie, ich suche Antworten und wissen Sie, weil ich verstehe die Welt nicht mehr. Ha? Ich weiß nicht, vielleicht verstehen wie Sie, ha? Warum wir tun, was wir tun, obwohl wir wissen, was wir wissen. Wissen Sie, ich habe angefangen zu suchen und ich habe gefunden, es gibt auf dieser Welt ganz viele kluge Köpfe. Ja? So, ich bin gegangen und ich habe gesprochen mit den klugen Köpfen. Ja? Wissen Sie, was ich habe gefunden? Ja? Das meiste von dem, was die glauben zu wissen, ist überhaupt nicht logisch. Ha? Zum Beispiel, die denken, dass Telepathie funktioniert nicht. Ha? Das ich verstehe schon, ha? Weil da ist kein Kabel, ha? Von Kopf zu Kopf. Ha? Aber wissen Sie, was ich nicht verstehe? Dass dieselben Menschen glauben, dass man mit dem Handy telefonieren kann. Ha? Das ist nicht logisch. Ja? So, vielleicht Sie können mir geben Antworten, ja? Und wir können gemeinsam da etwas finden, weil eines habe ich schon gefunden bei diesen Menschen, ja? Ich habe etwas gelernt, dass es nichts bringt, ja? Wenn man nur mit dem Kopf spricht. Auch nicht, wenn es der Klügste ist auf der Welt. Ha? So, was ist das jetzt, wenn das nicht ist, das Oktoberfest? Das ist die Montagsinfo in Salzburg. Jeden Montagsinfo. Jawohl. Aha. Ah, ich verstehe, in Salzburg, Sie treffen sich in ein Lokal, um zu erfahren, zu die Tag. Ha? Am Abend.
wissen Sie, da wo ich bin zu Hause, ha? Da, wir machen das am Morgen. Wir müssen nicht aus dem Haus gehen. Wir haben etwas, das hängt an die Wand. Man kann das umblättern, ha? Oder abreißen. Und wir nennen das Kalender. Ha? Ich weiß auch, vielleicht es ist interessanter, wenn man am Abend erfährt, an welchem Tag man was gemacht hat. Ha? Kann schon sein. Muss ich ausprobieren. Ha? Oder gibt es hier auch noch etwas anderes? Außer, dass Sie jetzt erklärt haben, das ist heute Montag. Es gibt hier am Montag, zu jeder Montagsinformation, Information, wie man frei Mensch sein kann. Okay. Das ist einfach, ha? Das verstehe ich jetzt nicht, weil das habe ich mir noch nicht gefragt, weil für mich das ist einfach. Ich bin noch nie etwas anderes gewesen, ha? Als Mensch. Ha? Ja, da brauchen Sie nicht zu schauen, da bin ich mir ganz sicher. Ha? Wollen Sie wissen, warum ich da so sicher bin? Ha? Ja. Schön. Dass Sie mit mir sprechen, das schätze ich sehr. Ha? Wissen Sie, ich bin sehr sicher da, weil immer, wenn ich in die Spiegel schaue, ha? Da schaut ein Mensch zurück. Es hat da noch nie etwas anderes herausgeschaut. Nicht einmal, ha? Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei Ihnen anders, ha? Vielleicht schon einmal ein Baum oder, ich weiß nicht, eine Rose oder ein Esel, ha? Oder eine Laus, ich weiß ja nicht, ha? Was in Ihrem Spiegel alles Platz hat. Wissen Sie, ne? Ich liebe Esel, ne? Aber ist nicht so wichtig. Ja. So, aber jetzt, ich muss schon fragen, warum ist das hier nicht so leicht mit dem Menschsein? Also, wir haben hier in Österreich uns gemeinsam ein System erschaffen, dass wir glauben zu brauchen und deshalb dafür arbeiten. Aha. Wir bezahlen dieses System, dass es auf uns aufpasst, und darum dürfen wir jetzt immer mehr arbeiten, damit wir immer weniger Geld verdienen. Wenn wir das Ganze fortführen, dann wird das irgendwann so, dass zum Beispiel jetzt ein österreichisches Baby nach der Entbindung ungefähr so viel Schulden hat, dass man davon einen schönen VW Golf kaufen kann. Aha. Ich verstehe, das ist so ähnlich wie damals in die DDR. Nur mit dem Unterschied, dass die haben das Auto bekommen, wenn sie 18 Jahre alt waren. Ne? Aber ehrlich, ha? Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Ha? Warum spielen Sie da mit? Ha? Das ist doch ein Scheißspiel, oder? Vielleicht, das ist so wie in die Werbung, die ich habe einmal gesehen in die Fernsehen. Ja? Die haben gesagt, es gibt ein Mittel, da bekommt man seifenblasenzarte Füße. Hm? Vielleicht Sie wollen auch seifenblasenzarte Füße, ha? Will hier jemand seifenblasenzarte Füße? Ja, schön. So, dann stellen Sie sich einmal vor, Sie haben seifenblasenzarte Füße. Wissen Sie, was das bedeutet? Ha? Die zerplatzen, wenn sie draufsteigen. Ich verstehe immer noch nicht, warum die in der Werbung denken, dass das irgendjemand haben möchte. Ha? Wahrscheinlich es funktioniert. Ha? Sie spielen ja auch mit. Ha?
Das ist, wenn man vorher denkt, besser, ne? Vor die Bestellung, gell? So, wissen Sie, ich glaube wirklich, ja? Ich glaube, dass die das so sagen, dass sie denken, sie wissen, was die meinen, ja? Damit sie nicht bemerken, was das alles bedeutet. Das denke ich. Ja? Ich sage Ihnen, ja, ganz ehrlich, wenn ich mir das so anhöre, ja, ich glaube, das ist wirklich ein Scheißspiel. Ja? Die reden Ihnen ein, dass alles hängt ab von dem Geld. Ja? Und dabei, das Geld ist genauso sicher, ja, wie Seifenblasen zarte Füße. Ich weiß ja nicht, ja? Ich habe meine Aufgabe gesucht in die Leben, ich habe es gefunden, es war nicht so einfach. Ja? Das erzähle ich Ihnen jetzt noch kurz, bevor ich dann schauen muss, wo München ist. Ja? Weil ich habe gefunden, dass meine Aufgabe in die Leben ist es, die Liebe in die Welt zu bringen. Ja? Ja? Und wissen Sie, was ich habe gefunden? Es ist nicht so leicht. Und einfach. Einfach mit Liebe zu einem Mensch zu gehen. Ha? Nur so, ohne Grund. Ohne dass man etwas möchte. Ha? Das ist so ungefähr, stellen Sie sich vor, Sie stellen sich hier in die Getreidegasse und verteilen 5-Euro-Scheine. So ungefähr ist das. Ha? Da kommt einer vorbei, der denkt, Sie sind völlig... Dann kommt einer, der denkt, die will mir doch sicher nur an mein Portemonnaie. Und vielleicht, dann gibt es den einen oder die andere, die freut sich. Ich habe mir gedacht, das bringt nichts, so wenig Menschen mit der Liebe. So, ich habe Gott sei Dank, ich habe wieder etwas gefunden. Ja? Ich habe gefunden, dass Worte schaffen Tatsachen. Ja? So, das ist der Grund, warum ich spreche jetzt Französisch. Weil ich habe gelernt, dass Französisch ist die Sprache der Liebe. So, wenn Worte schaffen Tatsachen und ich spreche viele Worte in die Sprache der Liebe, ich schaffe viele Liebe Tatsachen. Ne? Und auch das ist nicht einfach gewesen, ne? In Oberösterreich. Ja? Wissen Sie, das müssen Sie erst einmal schaffen, ein Leberkässemmel auf Französisch zu bestellen. Ha? Und wenn Sie das dann können, dann müssen Sie noch eine Fleischfachverkäuferin finden, die das dann auch versteht. Ha? So, darum, ich habe mir gedacht, ha? Ich spreche Oberösterreichisch mit einem Prise Liebe. Dann es ist viel lustiger. Ne? So, wenn Sie suchen die Aufgabe, das ist nicht so einfach. Ja? Aber wenn Sie glauben, ne, dass dieses Scheißspiel, ne, so ist, wie es ist und man da nicht rauskommt, und wenn Sie glauben, das ist die Realität, ne, dann ich kann Ihnen auch nicht helfen und Sie können mir auch nicht helfen, ne, bei meinen Fragen. Ne? Wissen Sie, wenn ich mir das vorstelle, dass das für Sie so weitergeht. Immer mehr Schulden und immer mehr Schulden und immer weniger Geld für immer mehr Arbeit und immer mehr Arbeit für immer weniger Geld und das wird immer schlimmer und immer schlimmer. Wissen Sie das? Das ist furchtbar. Ne? Das tut mir wirklich leid. Wissen Sie, ich bin froh, ne, dass die Saal hat eine Tür, dass es zumindest hier gibt einen Ausweg. Und ich verspreche Ihnen, wenn ich Antworten finde, ich komme wieder. Vielleicht, Sie haben ja dann auch gefunden Antworten und vielleicht
spielen wir dann gemeinsam ein anderes Spiel. Aber wenn das ist so ohne Ausweg, nicht? Du hast gesagt, da gibt's keinen Ausweg. Komisch. Dann muss ich sie alleine lassen, ne? Und ich wünsche ihnen noch eine schöne Trauerfeier. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder. Auf Wiederschauen. Die Kamelita. Wunderbar.